Sehr geehrter Herr Bürgermeister, liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Menschen im Netz und auch hier im Saal. Das Zusammenleben von Fahrrädern, Fußgängern und Autos ist ein schwieriges und insbesondere, wenn jede Verkehrsart, wenn jeder Verkehrsteilnehmende es aus seiner persönlichen Perspektive sieht. Wenn man also viel oder ausschließlich Auto fährt, dann sind immer die anderen schuld. Wenn man ausschließlich Rad fährt, sind auch immer die anderen schuld. Und es hilft viel, wenn man die Perspektiven wechselt. Wenn man also entweder sich vorstellt, ich bin auch mal jemand anders, oder wenn man selber in diese Situation sich begibt, oder wenn man miteinander redet. Wenn man jetzt miteinander redet und nicht komplett verbohrt ist, dann wird man feststellen, dass es sozusagen Fehlverhalten auf allen Seiten gibt. Ja? Autos fahren zu schnell, Autos parken abgesenkte Bordsteine zu, Autos parken auf Fußwegen oder auf Radwegen. Ja, es ist so. So fällt einem nicht jetzt einen Zacken aus der Krone, das zuzugeben. Ja, Fahrräder haben oft kein Licht, Fahrräder halten an der roten Ampel nicht so häufig an, Fahrräder fahren kreuz und quer. Auch das stimmt, das ist auch nicht gut. Muss man mal aussprechen, muss man sozusagen Awareness oder sozusagen einen Blick dafür entwickeln. Und Fußgänger, ja, es gibt Gruppen, so 4, 5, 6 Personen, die gehen einfach den Elbradweg lang, als ob es keinen Morgen gäbe. Ja, also die Fahrräder kommen nicht links, nicht rechts vorbei. Das gibt's. Es gibt Menschen, die da quasi einfach zickzack gehen. Und auch das muss man aussprechen. Wichtig ist, dass man miteinander spricht und mit den Änderungen jetzt, die dankenswerterweise von der CDU übernommen wurden und auch mit der Ergänzung von der Linken, wird aus dem Antrag, und es waren ja nur wenige Worte, die ich jetzt sozusagen ausgetauscht habe, wird jetzt daraus eine runde Sache, weil es soll jetzt anhand von Unfallschwerpunkten oder wo es kritisch ist oder wo es knistert und insbesondere auch an Schulen soll ein Diskussionsdenkprozess gestartet werden und das zusammen mit ADFC, ADAC, Fuß e.V. Da haben wir die drei, da haben wir Autos, Fahrräder und Fußgänger. Wenn die miteinander reden und wenn die sich überlegen, was können wir denn machen, damit es sicherer wird, wie können wir den Menschen, wie können wir die überhaupt erreichen? Ja, das können dann, das ist heute wird das noch nicht vorweggenommen, das ist dann am Ende des Prozesses, aber das können Flugblätter sein, das können Piktogramme auf der Straße sein, das könnten Schilder sein, das könnte eine Kampagne sein. Und am Ende ist doch schön, wenn, sage ich mal, den Kindern beigebracht wird, wie sie Fahrrad fahren und die Kinder dann den Eltern sagen, aber Mutti, du darfst hier nicht auf dem Gehweg parken. Das ist ein Gehweg. Wenn jetzt ein Rollstuhlfahrer kommt, was soll der machen? So, in dem Sinne ist das ein sehr schöner Antrag geworden. Zum Schluss möchte ich darauf hinweisen, auch das, wenn wir jetzt mit den veränderten Verkehrsströmen oder Verkehrsverhalten, und es wird sich verändern. Wir haben ja als Stadtrat das Ziel formuliert, den ÖPNV-Anteil zu stärken und wir haben auch das Ziel, und selbst wenn wir es nicht hätten, der Radverkehr wird einfach weiter zunehmen. Da gibt es verschiedenste Faktoren, auch Kostenfaktoren, auch sozusagen Bewusstsein, Klimabewusstsein und so weiter und so fort. Aber der Radverkehr wird weiter zunehmen. Und da müssen wir natürlich, weitergehend als der Antrag heute, müssen wir natürlich das machen, was dann immer passiert, wenn sich, sage ich mal, neue Technologien durchsetzen oder wenn etwas sich verändert. Wir müssen die Infrastruktur dafür schaffen. Und Infrastruktur beim Fahrradfahren ist halt nicht einfach nur irgendwie eine weiße Linie malen oder irgendwie mal irgendwas anhübschen ein bisschen, sondern Infrastruktur, das ist massiv. Infrastruktur sind Radschnellwege. Infrastruktur ist eine Fahrradbrücke oder eine Umweltbrücke bei Pieschen zur Messe. Wenn die da wäre, wären wir in 3 Minuten im Fahrrad in Watzke und zu Fuß in 6. Versuchen Sie das heute mal. So, also das ist etwas, das wird auf uns zukommen. Und zu dieser Hardware muss natürlich auch die Software mitgehen. Und da ist dieser Antrag ein Baustein dazu. Und deswegen, ich finde es gut, danke, dass Sie die im Antrag formulierten Änderungen übernommen wurden. Wir stimmen zu. Dankeschön.